herzlich willkommen zu einer Schnupperstunde vom Sport- und Gesundheitszentrum der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wir ziehen heute ein kleines HIIT-Training durch, konkret das High-Intensive-Intervall-Training. Du brauchst nichts außer mindestens eine Armbreite nach vorne und nach hinten Platz, ein paar vernünftige Sportschuhe. Und dann haben wir es eigentlich schon. Wir haben eine Belastungszeit von 20 Sekunden, eine Übung, 10 Sekunden Pause. 20 Sekunden Übung 2, 10 Sekunden Pause. 20 Sekunden Übung 3, 10 Sekunden Pause. Und Übung Nummer 4, 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Regulär haben wir hier mindestens 4 Durchgänge, welche sich nochmal unterteilen bzw. separieren durch eine kleine Cardio-Einheit mit circa 3 Minuten Länge. Okay, wir starten heute direkt. Der Thomas ist wieder mit dabei, den kennst du bereits, und die Josie, die Leitung bei uns an der Hochschule im Sport- und Gesundheitszentrum. Okay, mach dich bereit, ein hüftbreiter Stand und mal tief durchatmen. Wir starten mit Übung 1, Jumping Squats. Das heißt, wir gehen einmal tief und springen nach oben auf. Da das unsere erste Runde ist, darfst du auch ein bisschen langsamer ins Rennen gehen. Nimm die Arme dir zu Hilfe. Einer noch. Und dann hast du es schon geschafft. 10 Sekunden Pause. Darfst gerne mal kurz schütteln. Es geht schon langsam los. Wir kommen nach unten und gehen einmal in den Liegestütz. Wir wollen die Brust erreichen. Also ein schöner breiter Stand. Und mit der Nase fast zum Boden. Wir haben 2 Optionen. Einmal wie Josie und Thomas auf den Knien oder so wie ich heute. Macht mal weiter bitte. Oder so wie ich heute unten. Was ist denn los mit euch? Weiter geht's. Und stopp. Komm wieder nach oben. Übung Nummer 3, 20 Sekunden. 10 Minuten zum hastigen Atmen und was trinken. Jumping Squat. Thomas zeigt für dich heute die Option. Deine Arme wieder zur Hilfe genommen und wir machen uns bereit. Einmal nach hinten springen und der Wechsel. Deine Option, Schritt rein, nach hinten setzen. Einer mehr und geschafft. Letzte Übung. Was macht man? Worauf hat man Bock? Rumpf wäre gut. Dann geht es wieder nach unten auf die Knie. Wir tappen die Schultern. Immer im Wechsel. Bauchnabel fest eingezogen. Körperspannung von den Schultern bis zu deinen Knöcheln. Achte darauf, wie bei Josie gut zu sehen, dass dein Becken schön fest bleibt. Sollte das nicht gehen, geh einfach auf die Knie. Einmal mehr und entspann dich. Sehr gut. Danke euch beiden. Wie gesagt, du hast jetzt noch 3 Runden vor dir. Geh zwischendurch einmal das Treppenhaus nach oben und unten ablaufen. Wenn du keins hast, dann um den Block. Noch mehr Sportkurse findest du auf www.h2.de/sport und ansonsten viel Spaß noch bei unserem Virtual Campus Week. Mach's gut, bis dann.